Jo, hallihallo, Leute, da sind wir wieder. Wir haben schnell was verschnabuliert. Und jetzt sind wir wieder ready, weiter zu streamen. Ne? Das Endhorn und der Döskopf heißen euch herzlich willkommen zurück im 7 Days to Die. Der Kufo müsste auch noch im Voice Chat sein. Moment. Na, wo ist es denn? Mikrofon, 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 da. Hallo Kufo! Moin, moin. Moin, moin! Und ist schon wieder Nacht? 23. Ah, ich hasse dich! Ich logge mich immer ein, wenn es Nacht ist. Das war ja schon fast Nacht, wenn du gegangen bist. Es war 16 Uhr oder so. Nee, 18. Nie und nimmer. Jetzt ist 18 Uhr. Das ist echt. Das war 16:50 Uhr. Meine Ingame. Ja, Ingame, keine Ahnung. Ich glaube, es war aber auch Ingame gar nicht so spät. Ach doch, das war schon gut rum. Naja, das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Ich hock auch nur in der Ecke gerade. Wie soll denn? Geh raus. Zurück zum Erkunde die Nee, Welt. haben ja alle angerannt mit ihren leuchtenden Augen. Ja. Ich weiß nicht, warum hier so viele sind bei mir. Die Augen leuchten vor Freude, weil sie mit dir spielen wollen. Ein Messer. Was ist der Mund? Man hört, glaube ich, deinen Fernseher oder sowas. Was guckst denn du? Das kann sein. Guckst denn noch? Hat nur YouTube laufen. YouTube. Ist ja eklig. Wer guckt denn heutzutage noch auf YouTube? Fahrrad, Fahrwerk. Ah, 4 von 5. Mensch, du. Werkbank, 3 von 10. Das ist doch schrecklich, ey. Miete, 5 von 10, 3 von 5, ne? Kannst du nichts machen? Beete und Felderblock. Haben wir denn einen Samen da? Was lohnt sich denn eigentlich anzubauen? Kartoffeln? Oder eher Mais oder sowas? Jucca ist eigentlich richtig gut zum für Getränke, ne? Du brauchst halt die Samen dafür, das ist das Problem. Ich kann keine Kartoffeln mehr anbauen, weil ich keine Samen davon herstellen kann. Wieso nicht? Weil ich Und in die Bücher habe. Kartoffeln? Ach so, 1 von 20. Ah. Natürlich blöd, ne? Hey, gibt's so, kann es sein, dass es hier neue Zombies gibt? Gibt es irgendwie so einen weiblichen Zombie, der die ganze Zeit rumschreit und andere Zombies Das ist nicht anlockt? neu. Die gab's schon ewig, du. Ja? Naja, die gab's schon ewig und drei Tage. Streamst schon wieder, oder? Naja, ich bin schon an. Bin gerade rein. Dieses Video ist nicht verfügbar. Ist ein Video. Ach so, Genau. Twitch oder was? Oder was guckst du zu? Ja, alles gut. Integration aktivieren. Fällt mir gerade ein. Jetzt. Und ich habe nachgeguckt, wie das jetzt läuft mit den PP und SP. Also PP sind wirklich diese Standard-Dinger, die man durchs Zuschauen generiert. SP sind Zusatzbelohnungen durch Bit-Einsätze oder durch Abo-Kauf oder irgendwie sowas. Und beides fungiert als das gleiche quasi. Beides ist für das gleiche Zeug zuständig. Und diese BC, das sind tatsächlich nicht Coins, Bit. Vergessen, wie es heißt. Aber irgend so ein quasi
Es zählt genauso wie Bits, aber nur für 7 Days to Die. Also immer wenn hier jemand Bits ausgibt, wird ein Teil davon als BC gespeichert. Und wenn ihr mich tötet, dann könnt ihr halt auch diese BC auch als Belohnung bekommen. Die zählen dann wie Bits und ihr könnt die dann benutzen, um Sachen zu aktivieren, die normalerweise Bits kosten würden. Aber du kannst halt nicht irgendwie auscashen oder umwandeln lassen in richtige Bits oder sowas. Warum ich auch. Sollte sowieso eigentlich gar keiner hier Bitcoins, ich will Bitcoins sagen, Bits ausgeben. Man kann ja auch genug Zombies per PP und SP spawnen, finde ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Zoomer hier einmal reinschaut, dann wird er bestimmt wieder Bits ausgeben. Der will mich einfach umbringen auf Teufel komm raus, egal wie viel es kostet. Bei Weilheim hat er immer hier Wölfe gespawnt oder sowas und dann Kotzen aktiviert. Toll. Dann Schlange. Genau, Ausdauer. So frustrierend, dass ich nicht mal Wasser abkochen kann oder Fleisch grillen kann. Totaler Bullshit ist das, wenn du mich fragst. Muss man mehr Küchen plündern gehen. Ja, aber ihr habt sie ja hier schon alle geplündert. Das ist ja das Problem. Ich wollte es ja nicht so ausdrücken, weißt du? Aber ihr wart doch zuerst hier. Ich war noch nie in der Ecke. Klar. Mm-mm. Du warst da auch hier am Zimmerhändler. Im Zimmerhändler bin ich gerannt und dann Kilometer wieder zum nächsten Quest. Naja. Ich habe hier keine Küchen. Ich habe hier bloß Fabriken und Bauernhöfe. Weißt du? Keine normalen Häuser irgendwie gefühlt. Würde dich interessieren, wie es in den Wastelands in so einer Stadt aussieht, wenn hier schon so viel los ist. Kommen wir ja schon noch hin, ne? Früher oder später. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob ich jetzt hier auf diesem Feld hier was anbauen kann. Oder ob ich wirklich diese Blöcke brauche. Nope, ne? Rot ist nope. Dann muss ich wirklich bei mir ein bisschen ausgraben. Ich finde es cool, dass die Kleidungen jetzt das Set-Bonis geben. Tun sie das? Wenn du mal durchguckst, gibt es Haufen verschiedene Kleidungen, die dann einen Set-Bonus geben. Du musst auf das Buch klicken. Das Buch. Das Chaos der Schlacht kann einen ganz schön mitnehmen. Aber dank diesem Helm bleibst du standhaft. Erhöht den Betäubungswiderstand. Vollständiger Setbonus verringert die Chance auf kritische Verletzungen. Ah, okay. Cool. Okay. Ist ja toll. Da gibt es, wie gesagt, ganz schön viele von den Dingern. Einfach schrecklich. Null Ausdauer. Was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt immer so ein komisches Symbol ist, wie so ein Reload oder so ein Symbol, bei dem letzten ausgewählten Item. Das ist die Taste, um dahin zu wechseln. Gehen wir davon aus, es ist so eine Quick-Change-Taste. Weißt du, welche Taste das ist?
Nee, aber ich habe mich auch schon gewundert. Das muss irgendwas Neues sein, das gab es früher nicht, ne? Bei mir ist es an der Maus. Eine Taste an der Seite ist das. Maustaste? Nee, ne, Ah, Tatsache. So eine Seitentaste, so eine. Ja, diese Zurück. Hm. Zurücktaste. Macht Sinn, ne? Zurück zum letzten Waffe. Okay. Wieder was gelernt. Bei Lernen mit Dös. Was? Guck mal, jetzt steht da der Damen dran, ne? Später steht dann, glaube ich, wachsend. Und dann, wenn, ich weiß nicht, ob dann reif steht oder ausgewachsen oder sowas, aber es müssten drei Stadien sein. Du hast da gefragt, woran man das erkennt. Mhm. Keine Ahnung. Ich denke, es steht dran oder so. Oh, Mensch. Nichts zu essen, nichts zu trinken, außer eine Dose Chili, aber. Ja, geht mir auch so. Ich hab schon durch den Wald mal gelaufen, aber denkst du, es laufen irgendwo Tiere rum? Das ist auch komisch. Also, bis auf ein paar Schlangen und ein, zwei Hühner, die ich in der Schneeregion gesehen habe, habe ich hier jetzt. Ach, guck mal, da ist ein Huhn. Wo man vom Teufel spricht. Aber. Bis auf so ein paar Hühner und Schlangen. Ach, und Wildschweine hatte ich. Ich habe schon mehr gesehen. Und einen Puma habe ich aber auch gesehen und einen Bär. Aber nur in der Schneeregion. Die sollen ja eigentlich nicht in dieser Region rumlaufen. Macht ja Sinn. Aber Rehe habe ich noch gar nicht gesehen. Kojoten haben sie mir gespawnt, das zählt ja nicht. Aber Rehe habe ich noch gar keine gesehen, das stimmt. Meine Wasser habe ich wenigstens genug. Ist auch wieder 22. Shit, irgendwas aufgeweckt. Gott sei Dank geone-shottet. Und aber noch was. Kommt zwei. Nochmal auf. Ich finde es irgendwie cool, wenn man sich nachts auch einfach hinlegen kann. Wie beim Minecraft, wenn dann alle liegen, dass dann die Nacht beskippt wird. Ich glaube, in dem Spiel kann man sich gar nicht schlafen legen, oder? Nee. Ist diese Mechanik, müde zu sein, gar nicht. Also im Sinne von, du musst jetzt schlafen. Oder dich ausruhen oder sowas. Ich glaube, das Spiel hat die Mechanik gar nicht. Widerlich, wenn du null Ausdauer hast. Weil du nichts zu essen und nichts zu trinken hast. Oh Gott, fuck, ich. Ah, fuck, das ist unfair. Das ist unfair, sowas. Ich hole mir gerade eine Flasche Wasser und in dem Moment kommt eine Big Mama angelaufen, weißt du? Es wüsste das Spiel, dass ich gerade keine Hände frei habe. Wie viel Ausdauer das braucht. Unfair. Hab Durst. Ich wollte gerade was trinken.
ist. Ich finde das irgendwie nervig, dass sie so viel aushalten. Weißt du, ich würde es verstehen, wenn man sagen würde, ja, die machen einfach ein bisschen mehr Schaden. Aber dass sie, ja, dadurch, dass sie so viel aushalten, verbrauchst du so viel Zeit bei einem Kampf. Das ist total bekloppt. Brauchst du 100 Pfeile für so ein Vieh? Aber ja, kann man nicht einstellen, oder? Dass die einfach nur stärker sind, aber nicht mehr aushalten. Kannst du theoretisch die Schwierigkeit wieder runterdrehen und dann kannst du einstellen, es gibt so Schadensmodifikatoren, wie viel Schaden macht der Spieler an Blöcken, wie viel Schaden macht der Spieler an Zombies, wie viel Schaden machen die Zombies an Blöcken, wie viel machen Zombies an Spieler. Dafür gibt es Multiplikatoren. Da könnte man theoretisch die Schwierigkeit eine Stufe runterdrehen und dafür den Schaden von denen ein bisschen hochdrehen. Vielleicht. Ich weiß nicht, was die Schwierigkeitsstufe an sich noch beeinflusst. Das weiß ich auch nicht, du. Ich denke, das ist ihr Schaden, ihre HP, ihre Defense, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen auch das KI-Level. Das stellt halt um nochmal, also. Ich meine, oder stellt halt den Schaden hoch, den wir an Zombies machen. Dass sich das wieder ausgleicht. Meinst du, also die sind dann vielleicht ein bisschen stärker und vielleicht auch schlauer? Weiß der Geier, aber wir sind aber auch stärker gegen die. Also macht ja auch keinen Sinn, dass du so einen Zombie 10-mal gegen Kopf hittest und der lebt weiter. Also wär ich okay mit. War das eigentlich die schwierigste Schwierigkeit, die man einstellen kann? Nee. Gibt noch schlimmer. Das hätte mich mal interessiert, was dann passiert, weil ich habe das Gefühl, das sorgt schon dafür, dass die stärkeren Zombies schon viel eher spawnen. Bei Tag 1 oder sowas hatten wir ja nie diese fetten Zombies, diese richtig starken. Die Amerikaner? Auch, ja. Ich nicht, also doch, die laufen schon überall teilweise rum. Die kamen ja immer erst nach einer Zeit irgendwie. Meinst du? Ja. Ich nicht. Tag 1 war immer ganz entspannt, Tag 2, Tag 3, also bis zum ersten Blutmond, dann wurde es halt wieder jedes Mal immer ein bisschen schwerer. Bin der Meinung, die liefen auch schon rum. Warum bist du nicht so stark? Weil du auch nur Level 1 oder so warst. Ich habe nicht mal genug Ausdauer, ein bisschen was abzubauen, das ist totaler Bullshit. Du musst was essen. Ja, ha, ha, ha. So, so lustig, ey. Das Einzige, was du jetzt eigentlich machen kannst, ist freiwillig dich von einem Zombie töten zu lassen, damit du wieder mit vollen Stats respawnst. Gibt's eigentlich immer noch diesen Wohlfühl-Stat? Luxus oder wie auch immer der Scheiß hieß? Der dann. Das war Valheim, oder? Nee, es gab so einen Stat. Jedes Mal, wenn du stirbst, geht dein Wohlfühlgefühl oder sonst was runter. Und das senkt dann deine maximale Ausdauer und dein maximales HP und sowas. Und du musst dann immer bestimmte Sachen essen. Jedes Essen hat ein bestimmtes Level von Luxusgut oder sowas, ne? Und du, um das wieder herzustellen, musstest du dann halt verschiedene Level von denen essen. Also wenn du zweimal Tier 1 hintereinander isst, gibt es dir ja nichts zurück. Wenn du aber ein Tier 1 isst, Tier 2 isst und Tier 3 isst, dann regeneriert das gleich auf 3 Leveln quasi dein Wohlbefinden. Ich habe schon nie gesehen. Ja. Das gab es mal in irgendeiner Alpha. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Und das gab es dann auch in Darkness Force gab es das dann. Ich weiß bloß nicht, ob es jetzt noch drin ist. Keine Ahnung. Wo man das eigentlich auch sehen könnte. Ich sehe es nirgendwo. Also gehe ich mal davon aus, dass es nicht da ist. Weißt du,
dreimal mit einem Schraubenschlüssel dran gehauen. Ausdauer weg. Bullshit. Absoluter Bullshit. Get hammered. Ist ja eigentlich ein Euphemismus für besauf dich, ne? Get hammered. Vielleicht finde ich ja in dem Haus eine Küche oder so. Kann ja nicht sein, dass diese Dinger alle keine Küchen haben, oder? Das ist eine Scheune. Geh in das Haus da. Oder nein, ich gehe erstmal wieder zurück. Bin voll. Jetzt schon voll. Ich bin 2 Meter aus dem Haus raus, weißt du? Hab keine Ausdauer und bin voll. Was stimmt hier nicht? Noch mal ein paar Bomben. Kann man immer gebrauchen. Bomben? Rohrbomben. Kannst du bauen oder was? Oder nimmst du das Belohnung? Nee, kann ich bauen. Jetzt schon. Nee, ich hatte vor uns 2-mal Arbeitsstation gefunden. Konnte jetzt wenigstens schon mal die Werkbank setzen. Bin ich Stufe 10 gekommen. Ich bin nur alles nicht. Ich will jetzt mal, ich will. Wenn es Tag ist, will ich mal in das Hochhaus gehen, gucken, ob, wie weit ich das klären kann. Die ersten 2 Etagen habe ich schon, da war nicht viel los. Und in der dritten bin ich 2-mal verreckt. Aber spawnen die danach? Die mit den gelben Augen habe ich mitbekommen, die bleiben. Und eigentlich, die ich killen, sie dann meistens weg. Kojotengruppe, ach, leck mich doch, jetzt bin ich tot. Ja. Weil ich keine Ausdauer habe. Das hättest du alle mit einmal. Wenn ich richtig treffe, kann ich sie alle mit einem Schwung verjagen, nicht töten. One-shotten kann ich sie nicht, aber wenn man sie verletzt, Kojoten sind feige, dann rennen sie weg. Kannst du ausnehmen, kriegst du Fleisch. Hast du es gut? Ja. Erstmal überleben. Weißt du? Ich bin gerade am Sterben. Ich wollte ja eh sterben. Fuck you. Aber er hat bloß die SP aus dem Pimtopf bekommen. Nicht die PC. Wie kriegt man dann die PC? So vielleicht PCs ausgeben? Nee. Ich? Oder was? Nee, die zum Beschwören. Naja, wenigstens habe ich jetzt wieder normale Ausdauer. Arschloch. Also kannst du gut Fleisch farmen. Hast du gerade wieder Coins ausgegeben? Ja, hast echt Witz ausgegeben. Warum machst du das? Willst du der neue Zuma werden? Gruppeneinladung, pass auf, die spawnen auch Sachen bei dir. Vielleicht kriege ich auch Fleisch ab. Ach so, das Fleisch. Mhm.
Oder die machen Kisten. Jetzt auf einmal Villa in die Gruppe, ha? Huh? Wollen ist hier keine Rede. Müssen. Das ist 20 Pflastersteine. Könnte ich weiter upgraden. Ja, das ist eine Kirche. Hier wird es keine Küche drin geben. Da könnte es eine Küche geben. Aber jemand war schon hier. Der Briefkasten ist leer. Da war der BP wahrscheinlich hier drin. Fuck, Alter. Ich bin in eine Fallgrube gefallen. Warum machst du sowas? Weiß nicht. Ich dachte mir, hey, Fallgrube. Oh, die sind nervig, ja. Sollst da fallen, oder? Nicht hochfliegen. Gruber! MacGruber! Mir ist alles schon gelootet? Ah, ne, doch nicht. Ich habe meinen Schockstab schon lange nicht mehr benutzt. Schockstab? Hm? Hast du so Hightech-Zeug? Stufe 1, den hatte ich ja nicht irgendwo mal gefunden. Was ist das für ein komisches Symbol bei mir? Warum steht denn da so ein Schädel? Twitch Spawns in der Warteschlange, ach so. Da hat wohl jemand schon was aktiviert, aber es geht nicht, weil es gerade durch die Abklingzeit zurückgehalten wird. Dann gehe ich wieder aus der Gruppe raus. Sicher, sicher. Da frage ich mich, was haben die versucht zu spawnen? Und warum ist da eine Warteschlange? Gut, ich bin ja eh in der Base, da könnt ihr ja eh nichts spawnen. Es könnte sein, dass die Bitspawns einen Cooldown haben, dass die nicht so brutal sind, weißt du? Dass die nicht hier eine Kojotengruppe nach der anderen spawnen. Ich stell dir vor, wenn du dann 1000 Zuschauer hast und jeder spawnt und was. Naja, genau, ne? 10 Leute gleichzeitig Kojoten als Gruppe. Mal kurz reingucken. Wo steht denn das? Habe ich das vor uns gesehen? Ja. Twitch. Extras. Und zum Beispiel Bärenhorde hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Aber da oben ist eine Abklingzeit von 2 Minuten oder sowas gewesen. Keine Ahnung. Vielleicht haben die einfach ausgereizt. So viele Spawns gemacht auf einmal oder sowas. Das heißt ja, bei 35 Sekunden taucht gleich irgendwas auf, oder? Wenn da schon was eingereiht ist. Xela, was hast du gespawnt, wenn ich fragen darf? Athletenschuhe. Komm schon, Xela, du kannst es mir doch verraten. Ich erzähle es auch keinem weiter. Nichts aufgetaucht. In die Küche. Glück. Aber kein Kochtopf. Hast du schon wieder eine Kojotengruppe gemacht oder was ist hier los? Oder sind das die, die vom letzten Mal weggerannt sind, jetzt zurückgerannt gekommen sind? Ich könnte 4 Munition Schuss herstellen. Wow.
Ich bin mir ganz sicher, hat er gerade noch eine weitere Gruppe gespawnt oder war das einfach die von vorhin, die für die Hälfte weggerannt ist, nachdem ich die leicht verletzt habe? Xela? Kannst du mal bitte was dazu sagen? Aber das könnte sein, weil ich die Gruppe von vorhin gar nicht komplett umgebracht habe, dass er die jetzt nach dem Cooldown nochmal gespawnt hat? Nee, oder? Ich will eine Erklärung. War wie ist das eigentlich, wenn du in deinem Gebietsschutzding bist, könnt ihr nichts spawnen, ne? Ja, aber ich glaube, das ist nicht mein Gebietsschutz, das ist das Bett. Das Bett macht die Schutzzone. Der Gebietsschutz ist eigentlich nur gegen andere Spieler gedacht, ja, dass die da nichts abreißen oder sowas. Oder dass es schwerer wird, wenn die jetzt abzureißen. Irgendwie sowas. Also sollte man mehr Betten setzen. Ja, du kannst aber nur ein aktives Bett haben, ne? Ja, gut, aber. Also du könntest theoretisch, wenn du jetzt so ein Hochhaus nimmst und das komplett sichern willst, dann mit drei Leuten, dass sie alle paar Etagen halt jeder sein Bett setzt. Das ist ja ein Kasten, ne? So und so viele Blöcke nach rechts und links, so und so viele Blöcke nach oben. Und dass man dann könnte man ja, mit mehreren Spielern das halt absichern. Aber das wird halt nie angezeigt, ne? Du kannst das aktivieren, wie groß die Fläche ist, glaube ich. Versuch mal am. Also ich, nee. Du kannst es vom Block kannst es anzeigen lassen. Mhm. Wenn genau. Und ich habe es, glaube ich, so eingestellt, dass beide die gleiche Reichweite haben. Also theoretisch, wenn du ein Bett direkt auf den Block legst, dann kannst du das ungefähr nehmen als Muster zum Abmessen. Das Bett ist normalerweise nur, glaube ich, 7x7 oder 14x14, irgendwie sowas. Ich habe es ein bisschen größer gemacht. Ja, die Gebietsschutzblöcke gehen jetzt bis ganz hoch. Ich glaube, ich habe das 30 Felder oder sowas gemacht. Ich weiß nicht genau. Das ist doch gut, ja. Deshalb spawnt auch nicht so viel um deine Base quasi drumherum. Du musst ein bisschen rauslaufen, bis du mal was antriffst. Ich muss dann mal nur auf die Straße gucken hier. Und dann quasi nur so Zufällige, die mal so reingelaufen kommen von außerhalb. Ich habe das erste Mal versucht, die Coyote zu spawnen. Da bist du während des Spawns in den gesicherten Bereich gegangen und die wurden nicht ausgelöst. Danach habe ich die aber kostenlos aktivieren dürfen, nachdem du wieder aus dem Bereich raus warst. Vermute, da gab es einen Bug, dass die dann jetzt noch einmal gespawnt sind. Ach so. Frechheit. Alles klar, Xela. Bis dann. Bis später. Der tut bloß so, als würde der verschwinden. Wartet, bis ich mich in Sicherheit wiege. Wege, heißt es, oder? Bis ich denke, ich bin sicher. Und dann kommt er wieder mit so einer scheiß Horde angerannt. Das sag ich dir. Ich rieche den Bullshit 10 Kilometer gegen den Wind. Emergency Broadcast System. Ich glaube, das ist neu, oder? Hast du schon mal hier einen laufenden Fernseher gesehen? Einmal, ja. Auf irgendeinem Dach, in irgendeinem Zelt war es, stand der noch. Echt? Ich meine, vor dieser 1.0 Version. Ja, vor. Gestern erst. Gestern erst. Vor dieser 1.0 Version habe ich gefragt. Ach so. Also vor Wochen, Monaten. Wir sind doch jetzt in der 1.0. Keine Ahnung, nee, habe ich nicht drauf aufgepasst. Ich glaube, das ist neu. Hab mich immer gewundert, woher der Strom kommt.
ist komisch, dass es nicht richtig dunkel wird. Ja, das ist, ne? Das ist auch mit dieser 1.0. Zwar früher wurde es richtig, richtig dunkel. Da hast du dann Fackel 100 Pro gebraucht in der Nacht. Jetzt ist das irgendwie anders. Kannst du vielleicht mit Gamma rumspielen und umstellen, aber. Oh. Weiß nicht. Oh, Hunde, ich hasse Hunde. Bist so kalt für die Schüsse? Hunde sind viel besser als Katzen. Glück habe ich um mich herum schon alles abgequält. Hier kommt niemand rein. Das ist, glaube ich, auch neu, oder? Dass einfach so Taschenlampen rumstehen? Nee, so, das war schon immer. Die zeigen den Weg immer. Wohin? Ja, wenn du in irgendeiner großen UI bist und dann. Echt? Damit du weißt, wo du lang musst, ne? Das ist mir nie so richtig aufgefallen, vielleicht, weil die Lichteffekte nicht so gut waren. Weiß nicht, es sieht richtig gruselig aus. Ja. Kenn ich so gar nicht. Was machen wir eigentlich für eine Blutmond-Base? Ja, ich denke, beim ersten würde ich gar keine Base machen. Einfach nur einen POI irgendwo hin. Einfach nur einen POI suchen, der nur eine Leiter hat. Legendäre Teile. Das sind legendäre Teile. Okay. Noch in ihrer Originalverpackung aufbewahrt. Diese Teile sind der Schlüssel zur Fertigung legendärer Ausrüstung. Wird verwendet, um legendäre Rüstung, Werkzeuge und Waffen der Qualität 6 zu fertigen. Alter. Okay, irgendwas Cooles gefunden. Ich würde sagen, wir suchen uns ein POI, wo eine Leiter zum Klettern ist und kein anderer Aufgang. Stellen uns dahin und verteidigen diese Leiter bis auf den Tode. Ich sehe dort drüben nämlich zum Beispiel einen Baukran. Hm? Hier ist die erste. Das letzte Mal habe ich die ersten Blutmondnächte immer auf irgendeinem Silo habe ich mich dort hochgebaut. Hab die von oben dann halt alle abgestochen. Das ging ganz gut. Ja, dann drüben ist zum Beispiel so eine Baustelle, so ein Hochhaus, nur als Gerüst. Man muss aber auch aufpassen, dass es nicht sowas ist, wo die sagen können, ja, wenn ich hier bloß einen Block kaputt machen muss, dann fallen die alle runter. Na? Ja, ja. Das ist schon ein großes Ding. Die müssen schon den Anreiz haben, zu uns hochklettern zu wollen und dann zersäbeln wir sie gerade da, wo sie hochkommen einfach. Dass sich vielleicht einer hinstellt und zwei, dreimal seine starken Attacken macht, zur Seite geht, dann geht der nächste ran, macht zwei, dreimal seine starke Attacke und dann machen wir das einfach so immer in Rotation. Oder halt durch Falldamage. Wie willst du runterschubsen? Auch? Ha? Wie willst du runterschubsen? Fallen doch von Rainer. Erstens schubsen die sich gegenseitig runter. Und sonst schießt sie runter. Was? Frag nicht Fragen. Na, hast du dich erschreckt? Ich habe aufgepasst. Ich dachte jetzt, gucken, jetzt kommt der Kleine um die Ecke. Aber nicht mit mir. Ich hab's erste Mal geschafft, mit einem. Bastard. Mit einem Bogen jemanden zu one-shotten. Okay. Rückwärts haben die gemacht. Oh Gott. Was hier an Sachen? Ich habe keine Ahnung. Oh, chaotischer Rucksack, kritische Immunität oder Energie? 1, 2 oder 3. Was ist denn das für ein Geschrei? Aber dich ja Rucksack tut wahrscheinlich alles
Mischen, was du hast, oder? Ja. Ist 4 Uhr jetzt, gilt das schon als Tag? Weiß nicht. 6 Uhr macht der Händler auf. Aber wann genau wirklich der Tag losgeht, das kann ich dir nicht sagen. Könnte sein. Vierkommasiebenfachen Schaden. Und tot. Ist tot? Nee, nee, nee. Was ist das? Was ist das? Zum Glück habe ich das Zum Glück habe ich das geskillt, wo du mehr deine mehr Pfeile zurückbekommst. Flasche mit Säure, kann man die vielleicht trinken? Ja, kannst du. X Skillpunkte dafür. Skillpunkte. Ja. Selbstgebauter Stab. Nee, ich bleib bei meiner Waffe. Sind wir wieder im Hochhaus. Ja. Schlimm, ne? Das ist das. Schlimm, diese Leute. Ja. Hier gibt es doch Nitrat. Sehr schön. Endlich mal ein bisschen was zu essen gefunden. Ich habe keinen Platz für das Zeug. So, hier oben stand direkt ein Männer mit bösen Augen. Der steht immer noch. Dein Schaufel. Wo ist meine hin? Scheiß chaotischer Rucksack. Jedes Mal, wenn du den Rucksack öffnest, ist alles durcheinander, weißt du? Solange dieser Debuff läuft. Das ist das Schlimme dran, weißt du? Das ist jedes Mal aufs Neue durcheinander gewirbelt. Wirklich jeden Zombie easy killen, indem du einfach die Tür versteckst. Achso, zwecks Stream, der weiß nicht ab wann, aber ich bekomme jeden Stream 450 Punkte. Die Serie kann ich halt nur 5 Streams. Nur alle 5 Streams. Ja. Du meinst diese große Nachricht posten, dass du eine Serie hast? Ich glaube, das ist nur alle 5 Streams oder so, ne? Beziehungsweise Shadow Lilith hatte heute bei ihrem dritten Stream so ein Ding geteilt. Also könnte sein, dass die Intervalle am Anfang ein bisschen anders sind, aber später dann denke ich alle 5, ja. Das kommt schon so hin. Ich hatte so gehofft, dass ich hier drinnen vielleicht einen Kochtopf finde. Das war ein totaler Schuss in die Hose. Ich würde sagen, ich halte die Augen offen, aber ich denke mal, du findest noch häufig schnell genug. Ja, kocht. Ich habe noch nie ein Problem gehabt, Kochtöpfe zu finden, weißt du? Das einzige Problem waren immer dann diese Gläser, die du dann brauchst für, ich weiß gar nicht was, um abkochen, vielleicht um Kleber herzustellen oder sowas. Aber diese Gläser waren immer das Problem. Aber so ein Grill und so ein Kochtopf war eigentlich nie das Problem. Ja. Ich gehe zu der Quest, die 800 Meter entfernt ist, nachdem ich mein Zeug abgelegt habe. Ein so ein kleiner Raum und da sind drei mit solchen doofen Augen drin.
Shadow mobbt den Kufo? Gut so. Was macht sie denn mit Kufo? Erschreckt mich die ganze Zeit. Achso, ja, das ist doch völlig okay, oder? Ja, ja. Hast du dir verdient? Ja, ja, ja. Zeugpferd, ey, ich kann Fahrrad und Räder herstellen. Ah, ja. Dann kann ich das Zeug dazu nicht herstellen. Hm. Habe ich denn sonst noch alles da oben gesichert? Ja. Geht da noch irgendwas? Was ist das denn? Ach, ein Bauarbeiter. Ich habe jetzt keinen Platz mehr im Inventar. Irgendwas stimmt hier doch nicht. So hier, ne? Ich glaube, es ist fast schlauer, wenn ich hier immer so eine ganze Etage mit Schüssen alarmiere. Dass die dann alle mit einmal kommen. Ja, so muss ich hinter jeder Ecke schleichen und hoffen, dass dort nichts ist. Es sind schon viele hier in diesem Haus. Na, du 5 Sterne davon abgesehen. So. Geht los. Ach, Rüstung ist schwach. Ich muss Rüstung reparieren. Oh, so viel Zeug, was man hier bedenken muss. Wie repariere ich denn? Und Level Up war ja auch noch da. Aber es reicht nicht. Hast du schon Fahrrad? Nee. Also ich kann es bauen, hat er mir gesagt, aber... Aber die Materialien noch null. Oh nee, das ist ein Hund, oder? Und der lebt. Und keine Pfeile. Eine traurige Welt, in der wir leben. So, 900 Meter zu einer Quest, das ist doch... Also das Fahrrad zu bekommen, das wird wirklich ein kleiner Meilenstein. Was? Was? Shadow! Auf! Ich versteck mich gerade. Der schleicht irgendwo durchs Hochhaus. Oh, ich wäre so toll, wenn ich das jetzt sehen könnte. Dann sage ich doch, du solltest eigentlich auch mal streamen. Man kann mittlerweile kann man die Streams sogar, also man kann dann einen anderen Streamer dazu einladen, in seinen Stream mit reinzukommen. Und dann ist das wie so ein Splitscreen. Oder ich kann das wie so ein kleines Fenster machen. Ich könnte bei mir oben in so einem kleinen Fenster deinen Stream anzeigen lassen. Und du könntest bei dir meinen Stream anzeigen lassen. Und dann könnte man halt bei beiden Seiten sehen, was beide machen, weißt du? Das kann man mittlerweile ganz einfach machen. Das haben die vor kurzem bei Twitch hinzugefügt. Ich habe es selbst noch nie ausprobiert, aber das könnte man mal machen, weißt du?
Da sehen die, weißt du, bei mir ist vielleicht dann gerade irgendwie was Langweiliges, wo ich einfach nur Bäume fälle und du schleichst gerade irgendwo durch ein Hochhaus, dann mache ich dein Bild ein bisschen größer. Ich mache so in Ruhe mein Holz fällen und dann können sie dich erschrecken und Sachen bei dir spawnen. Ah. Das hätte Win-win für ich alle? gerne. Komm her, komm her, komm her, komm her. Bam. Spawn. Oh, Ist das auch bei dir gespawnt? ich hoffe nicht. Was hat die gespawnt? Spawn normal. Müsste dann noch Shadow Normal. Lilith oben drüber stehen über den Kopf. Ich sehe kein Item mehr. Okay. Es ist auch so gut. Ich kann mittlerweile, glaube ich, schon die Eisenvariante machen. Aber dazu brauche ich garantiert eine Werkbank, oder? Geht es einfach so? Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir zurückkommen, müsst ihr die Materialien sogar haben. Können wir uns einen Eisenvorschlaghammer bauen? Das ist Progress, Alter! Es geht voran. Progress. Progress. Progressives Denken, ja? Siehst du, ich brauche noch 94 mal Fahrzeugbuch. Da kann ich einen Helikopter bauen. Eye Candy Company. What the fuck? What the fuck? Eye Candy, das ist doch quasi schöne Mädchen oder sowas, oder? Eye Candy sagt man doch immer zu. Oh, das ist aber was Schönes zum Angucken. Wie produziert man denn bitte Eye Candy? Aus Augen. Nein! Nein! Okay. Ich finde, die haben schon ein bisschen was gemacht am Spiel jetzt so von dem Early Access jetzt zu dem 1.0. Wenn ich mir das mal angucke, das sieht schon schön aus, die Lichteffekte und so. Ich weiß nicht, war das früher schon so? Ich denke, die haben schon ein bisschen was gemacht, ein bisschen was optimiert und so. Hat schon was. Früher hatten wir auch, glaube ich, viel krassere Waffen. Direkt am Anfang. Mit schon Scharfschützengewehre und sowas. Hatten wir das gleich am Anfang? Naja, ich glaube, mit die erste Drop-Belohnung, wenn dir dieses Flugzeug kommt. Oh, so ein Airdrop. War eigentlich schon einer da? Habt ihr euch den geschnappt? Einmal war einer, ja, da war aber nichts drin. War ein Buch Nichts drin und drin? irgendwie selbstgebaute Maschinengewehr. Okay. Also Sollte, nicht. glaube ich, alle 3 Tage sollte einer in Airdrop kommen. Es könnte Ja, sein, so halt. dass dann jetzt heute schon wieder einer kommt. Wir hoffen es. Lange Killing? War irgendwo eine Schlange? Ich habe sie nicht gesehen. Oh, bin ich hier reingelaufen? Ein Haufen Sprengstoffbücher. E und B Machining. Verstehe ich nicht. Also jeder Firmenname hier ist ja irgendeine Art Witz, ne? Was ist der Witz bei P und B Machining? Peanut Butter. Peanut und Butter Machining? Peanut Butter Jelly Time. Kufo, die wollen dich mit einer Schlange töten, während du durchs Hochhaus schleichst. Nee, das macht ja keinen Spaß. Stell dir vor, du schleichst also gerade so Ninja-Style um die Ecke und dann aber man spawnt hinter dir eine Schlange und beißt dir in den Hintern.
Das wollen wir doch alle nicht. Oh. Schlangenhaltung ist in diesem Land verboten. Schlangenhaltung ist in diesem Land verboten? Stimmt gar nicht. Vielleicht? We are dead. Oh nein. Oh, hast du auch so einen Effekt bei dir? Achso, nee, so euch, das klang wie Erdbob. Oh nein, das Gemälde-Effekt. Ja. Man hat ja gelbe Augen. Geh weg. Ach, Glück gehabt. Sieht aber cool aus. War Schrecken, okay. Winzige Zombies. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem könnte dann sein, dass man die gar nicht sieht teilweise. Oh, so winzig sind sie gar nicht. Ah, oh, du dachtest, ich treffe die Geier jetzt nicht, wenn sie zu klein sind, hä? Ist aber ein cooler Gedanke, ne? Also, wir haben jetzt gesehen, es klappt nicht ganz so, wie er sich gedacht hat. Aber gar nicht mal so blöd, ne? Zombies klein machen, dann einen Haufen Schlangen und Geier spawnen, die man gar nicht mehr treffen kann. Oh. Sieht halt aus wie so Baby-Zombies. Ziemlich eklig. Ja. Kleine, großköpfige Zombies. Baby-Zombies. So. Ich glaube, der Geier, der war wirklich ganz normale Größe. Es könnte sein, dass dass der Geier als Tier zählt, nicht als Zombie. Und deshalb. Ja. Deshalb. Weil das wäre zumindest die einzige Erklärung, die jetzt für mich Sinn machen würde. Die Viecher an. Oh, und schon wieder ein dummer Effekt. Unscharf. Egal, was du machst, ich bin immer noch scharf. Was? Das gefällt mir nicht. Kann ich mal zielen? Ja. Bin ich froh, dass ich mit meinem Vorschlaghammer auf der starken Attacke. Das ist einfach ein fetter AOE-Schwung. Die Etage will ich noch fertig kriegen. Dann habe ich schon ganze 3 Etagen. Willst du da dann eine Base reinsetzen oder was ist der Plan da? Ja, ich tue oben wieder die Base bauen. Mhm. Da hast du auch ganz viel an. Oh Gott, so eine fette Mom mit so einem dicken Kopf. Ja, das sah gruselig aus. Schockstock. Genau. Ja. Was zerlege ich? Oder verkaufen? Weiß ich noch nicht. Oh, ist sie eklig. Geh weg. Tötet es. Tötet es. Das hat mir gar nicht gefallen. Nee, wie gesagt, da kann ich oben wieder schön anbauen. Hm. Und ich bin auch kein so ein Hochhaus, aber ich habe ja halt keins gesehen in der Nähe. Du bist ein bisschen weiter weggefahren, oder? Ja, kommst du mit. Nö, kommst du zu mir. Ist ja viel zu groß. Außerdem hast du unten diese große Lobby. Mit 2 Etagen sozusagen. Wo du unten, wo du schön von oben dann immer runterschießen kannst. Du willst da doch aber keinen Blutmond drin machen, oder? Warum? Du kannst halt, wenn die zu stark werden, kannst du halt immer Etage für Etage hochrennen. Weiß nicht. Im Blutmond. In der Mainbase halte ich nie für eine gute Idee. Ja, ich will mir nicht schon wieder so ein komplett ausgeklügeltes, komisches Ding bauen. Du willst dir keine Bloodbound Base bauen? Nee, das ist langweilig. Nee. Oh, der kleine Geschäftsmann. Ja, komm doch. Der kleine Geschäftsmann.
Ja, wer ist ein großer Geschäftsmann? Ja, wer ist ein großer Geschäftsmann? Stelle ich mir gerade das echt bildlich vor. Ach. Alter, ich bin überlastet, bevor ich überhaupt bei der Quest ankomme. Irgendwie ist das ein Problem, oder? Ein Problem. Eigentlich, die liegt halb im Boden. Das sieht aus, als wäre das. Das wäre so eine Gummipuppe, die nicht aufgeblasen ist. Du kennst dich ja bloß mit aufgeblasenen Gummipuppen aus, ne? Ja, diese. Mal diese aufgeblasenen Gummipuppen. Was war das? Erschrecken. Ach. Das ist jedes Mal. Werden die auch irgendwann wieder größer? Oder bleiben die so? Also es könnte sein, dass vielleicht die, die jetzt einmal klein gemacht wurden, nicht mehr groß werden. Und da du deinem großen Hochhaus bist, sind wahrscheinlich gleich alle verwandelt worden. Ich weiß es nicht. Also alle, die in deinem Chunk-Bereich drin waren. Gelbe Augen, das gefällt mir nicht. Also ich glaube, der Effekt ist schon abgelaufen. Bei mir ist. Ich habe schon neue getroffen, die nicht klein waren. Oh, die haben beide gelbe Augen. Uiuiui, uiuiui. Ui, ui. Tja, komm doch her und fahr runter. Ja, der fällt nicht einfach. Doch. Tja. So, merkt euch, Kinder, immer genug Pfeile mitnehmen. Oder ein Vorschlaghammer. Ein Pfeil kann ich mir kaufen. Jetzt geht's los. Ich sag mal, am Ende kann ich ihn abschießen jetzt. Macht denn hier die ganze Zeit erschrecken? Oder war das kein Erschrecken? War das wirklich was? Was ist das? Was für eine Kreatur macht so ein Geräusch? Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, ein Amerikaner. Ich hätte es wissen sollen. Ein typisches Amerikanergeräusch, weißt du? Große Fresse, nichts dahinter. Und eine Plauze bis zum Erdboden runter. Das ist natürlich doof, dass dort unten jetzt ein Zombie entwischt ist. Holst du dir eigentlich auch immer deine Belohnung ab für deine, sag schon, Errungenschaften? Ja. Seit ich rausgefunden habe, dass sowas gibt, ja. Ja, das ist auch neu, ne? Mit 1.0. Das gab es vorher nicht. Fäden, wo kriege ich einen Fädern her? Thank you.
Ja, irgendwas. Ist da. Hallo Sally, wie geht's dir? Ciao Sally. Es zeigt sogar den Zombie an, sehe ich gerade. Stimmt, das macht sein POS. Wenn man eine Quest hat. Soll ich Farbe mitnehmen? Was kann denn dafür? Standardfarbe dann. Ja, kann man auch machen. Der Rückweg wird wieder so eine Qual. 900 Meter völlig überladen. Und die werden mir wahrscheinlich die Hucke voll spawnen. Genau. Nitrat. Nice. Ah, da ist einer. Das ist ja noch einer. Nicht ganz sicher, warum der da versucht, durch die Wand zu gehen. Komm doch her. Komm doch her. Na komm. Steh nicht auf. Ich schleiche. Der mich nicht? Also manchmal ist das wirklich komisch. Oh, der gelbe Augen. Oh, no. Jetzt haben die mich erst gesehen. Jetzt haben die mich erst gesehen, weil... Ich kann die nicht triggern, das ärgert mich. Das triggert dich, oder? Ja, der steht da drin. Ich schieße mit einer Pumpgun. Und der wird nicht... bewegt sich nicht. Konfetti. Okay. Hier ist eine Tür. Warum ist hier eine Tür? Oh, warum sind da gleich drei Viecher? Ich dachte, da ist einer. Hm. Oh, fuck. Oh, Boost Nahkampf, das ist nett. Und Konfetti. Boost Nahkampf müsstest du jetzt auch haben, glaube ich. Kannst jetzt alles übelst kaputt machen. Weißt du? Tresoren ausknacken und sonst was. Wände wegreißen. Brauchst du einen verbrannten Zombie mit gelben Augen? Brauche ich den? Nee, ganz bald. Ich hab Angst, ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab gerade ein Fahrwerk gefunden. Oh, vielleicht kann ich da gleich noch ein paar andere Sachen dazu. Okay. Und so. Jetzt ist wieder blöd. Das schmeiß mal weg. Hopfen.
Ja, ist doch Hopfen und Malz verloren. Wenn der Junge nicht mal Hopfen mitnimmt. Hinten ist der. Nahkampf. Ist der Nahkampf noch aktiv? Ne, ist weg. Ah. Na gut, dann. Gucken wir. Jetzt muss ich 900 Meter laufen. Mit. Oh nein, ich bin super langsam. Jetzt kommt eine Horde. Das ist quasi schon mein Todesurteil. Ich bin tot. Weil ich den nicht ausweichen kann. Ich bin. Kann ich vielleicht eine Kiste bauen? Vielleicht nicht tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße. Kiste. Oh, diese verbrannten Zombies sind so stark. So Leute, wählt mal. Zufällige Hardhorde, Bikerhorde, Big Mama Horde. Was, Quest fehlgeschlagen? Ach, ich hab dies. Das war eine Abholquest? Du hast. Nee, deine Quest ist fehlgeschlagen. Also. Meine läuft noch. Meine läuft ich noch. Bin deine auch, ist fehl. Ich bin auch erstmal raus. Ach, du bist rausgegangen, deshalb ist die Quest fehlgeschlagen, die ich von dir bekommen habe. Weißt du? Alter, leck mich fett. Wirklich? Wirklich? Stirb. Oh. Komm rein da, kämpf wie ein Mann. Macht viel zu wenig Schaden. Ausdauer, leck mich doch fett. Weil ich vergesse immer wieder, dass Schießen Ausdauer verbraucht. Ich denke, weißt du, ich schieße einfach mal eine Runde. Mit der Zeit regeneriert sich meine Ausdauer und dann gehe ich draufklatschen. Will draufklatschen, habe aber keine Ausdauer. Vom Schießen. Kick die Kritze, Alter. Hier war doch irgendwo eine Leiter. Wollt aufs Dach. Na gut, viel Spaß euch. Ciao, ciao. Na, ciao. Diese Bosshorden hasse. Und dann kommen noch andere, weißt du? Herrlich. Sag ich ja, ich finde die Schwierigkeit ist ein bisschen zu krass eingestellt. Man macht nicht genug Schaden. Die Kämpfe dauern einfach sinnlos lange. Also vielleicht drehe ich mal wirklich unseren Spielerschaden hoch. Dass die Viecher trotzdem stark sind und so, aber wir auch Schaden an denen machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dann in der Blutmondnacht gehen soll. Wenn wir die gar nicht tot bekommen.
Mist. Oh, gleich habe ich den ersten tot. Hat doch lang genug gedauert, ne? Um mal einen zu töten. Q, Alter. Oh, 3 AP. Wo kommen denn jetzt die Zombies auf einmal alle her? Immer mehr von denen. Völlig. Völlig brutal, Alter. Oh, hinter mir war ein... Oh, fuck, es kommt immer mehr dazu. Geschrei von denen lockt die wahrscheinlich an. Muss los, stirb bitte schneller. Ich sterbe nicht, ich überlebe das. Spring her, dann kill ich dich. Komm, spring her. Okay. Ja, die Schreihälse sind weg. Jetzt kann ich mich um die kümmern, die hier noch ein bisschen drumherum stehen. Wie hat die mich jetzt gekillt? Mit einem Schlag? Oh, ich hatte das doch unter Kontrolle. Ich hatte es doch schon geschafft. Fuck you. Och nö. Ich hatte das doch. Ein so ein random Schlag, weißt du? Habe ich jetzt nicht erwartet, dass sie so viel Schaden macht mit dem einen Hieb. Wo ist mein Rucksack? Ah. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ich dachte, ich habe es jetzt im Griff. Ich habe jetzt die Schreihälse alle tot gehabt. Ich habe den Soldaten tot gehabt. Nur noch den Boss-Mama und die normale Mama. Und ein paar Streuner drumherum. Ich dachte, das habe ich jetzt voll im Griff. Krass. Krass, ey. Wo habe ich denn jetzt meine Kiste eigentlich hingebaut? Hat da jemand aufgepasst? Die Kiste mit den ganzen Items, die ich gerade gefarmt habe.
Muss doch irgendwo hier in der Nähe sein. Oder? Muss doch hier irgendwo sein. Och, die Aufnahme geht schon eine Stunde 20. Fuck. Fuck, ich habe vergessen, eine neue Folge anzufangen. Irgendwo zwischendurch. Ich starte mal eine neue Folge an der Stelle.